Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Revolution des deutschen Gesundheitswesens versprochen, wie Virologe Alexander Kekulé in seiner Kolumne bei Focus Online schreibt. Bis zum Sommer wolle er es auf globale Krisen und militärische Konflikte vorbereiten, erklärte der SPD-Politiker in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Lauterbachs Pläne konfrontieren ihn mit der Realität. Unrentable Kliniken sollen geschlossen werden, die Versorgung auf dem Land verbessert und das Gesundheitswesen digitalisiert werden. Doch seine Krankenhausreform stockt, weil Länder und Kreise sich gegen Klinikschließungen wehren. Auch bei Lauterbachs Vorstoß für einen Katastrophenfall oder sogar einen militärischen Bündnisfall droht Ärger. Denn die Kompetenz für Katastrophenschutz liegt laut Grundgesetz bei den Ländern, die keine Vorschriften vom Bund akzeptieren wollen. Die hohen Kosten des medizinisch-industriellen Komplexes sind ebenfalls ein Thema. Eine bundesweite gesetzliche Regelung für den Zivilschutz fehlt, was Lauterbach vor juristische Probleme stellt. Kekulé meint, mit einer bundesgesetzlichen Festlegung der Vorbereitungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und Rettungsdiensten für den Zivilschutz wird sich der Minister jedoch auf ein juristisches Minenfeld begeben.